Und noch mehr bei RTL haben das Woche ein Anniversär gefeiert. 25 Jahre waren der letzte Sonntag, dass nämlich der Pilotfunk sein ersten Direktreportage gemacht hat. Es war damals bei dem memorablen Coupe d'Europe-Match Genèse-Real Madrid. Zentral hier ging heute zu Lützburg kein sportliches Event über die Bühne, ohne dass der Pilot eiset mit der ihm eine Begeisterung über die Radio Madaleva gelöst hat. Dasselbe gilt für den Tour de France, wo er 15 Mal dabei war, und für die Olympische Spieler, der hier 4 Mal als Reporter kommentiert wird. Eine nicht alltägliche Performance, bei der Lori Singfra übrigens auch eine UKW-Stimme von der ersten Stunde nicht demanste Merit hat. Für RTL war der Freitag auch die gute Nouvelle, dass zu Barcelona eng für seine Produktionen mit dem begehrten Preis Premios Ondas ausgezeichnet wurde. An der Kategorie Reportage Soziologique kriegt die Mission Paris si tu veux vom Kid Gras den ersten Preis. Am betreffenden Reportage geht es um die jungen Leute, die zu ethnischen Minoritäten gehören, an die ihre Identität durch Musik und Tanz erstreichen. In diesem Fall durch den Smurf.